Alles dreht sich um Weihwasser. Weihwasser, Weihwasser. Ein Energieschub aus Minze und Limette. Erleben Sie den einzigartigen Geschmack in der schönsten Dose der Welt. Die Pressekonferenz des SV Sandhausen vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart 2. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel am morgigen Freitag 19 Uhr gegen VfB Stuttgart 2. Gerd, wie ist die Stimmung nach dem ersten Heimsieg im Jahr 2011 hier am Hartwald? Natürlich ist nach dem Heimsieg die Stimmung jetzt unter der Woche sehr gut gewesen. Und jetzt gilt es natürlich am Freitag in Stuttgart da nachzulegen. Und ich denke, wir sind frohen Mutes und werden morgen Abend alles dran setzen, um dann auch 3 Punkte mit nach Sandhausen zu nehmen. Jetzt war es ja so, dass vor dem Heimspiel gegen 1. FC Saarbrücken einige Spieler verletzungsbedingt ausgefallen sind. Im Laufe der Woche sind bis auf Michael Stickel alle wieder zurückgekommen. Wie wird sich das auf die Aufstellung am Freitagabend auswirken? Gut, außer dem Michael Stickel fehlt auch noch Regis Don, der sich Anfang der Woche erneut im Training verletzt hat. Sonst stehen alle 25 weiteren Spieler zur Verfügung. Ich werde jetzt nochmal die Eindrücke im Abschlusstraining abwarten, um dann letztendlich den 18er Kader für das morgige Spiel in Stuttgart zu benennen. Wenn man jetzt mal die Statistik bemüht, dann ist es so, dass SV Sandhausen beim VfB Stuttgart noch nie gewinnen konnte. Wird sich das morgen ändern? Gut, wir geben nicht viel auf Statistiken, aber ich denke, die Mannschaft ist gewillt und wird auch, wie vorhin schon erwähnt, alles dafür tun in der gesamten Spielzeit, um letztendlich dann auch die 3 Punkte mit nach Sandhausen zu nehmen. Es ist ja so, dass Spiele gegen zweite Mannschaften auch immer wieder Überraschungen bergen. Man weiß nie, welche Spieler sind oben dabei, welche Spieler rücken vielleicht von unten nach. Wie schätzt du den Gegner VfB Stuttgart 2 morgen Abend ein? Gut, ich denke, wir sollten uns in der momentanen Situation nicht so viele Gedanken über den VfB Stuttgart machen. Wir müssen selber nach uns schauen, dass wir unsere Taktik letztendlich umsetzen können. Und wenn wir das hinbekommen, dann wird es jeder Gegner schwer haben, auch der VfB Stuttgart morgen Abend. Du hast ja als Maßnahme, die Erfolg bringt, gegen 1. FC Saarbrücken System umgestellt, 4-1-4-1 gespielt. Wird auch das ist die taktische Marschroute morgen Abend oft in Degerloch sein? Die Mannschaft hat das System sehr positiv angenommen und wir haben ja am vergangenen Freitag gegen Saarbrücken zu Hause gewonnen, auch ein gutes Spiel gemacht und wir werden morgen auch mit demselben System in Stuttgart auflaufen. Ja, dann sage ich mal vielen Dank. Aufs Erste gibt es Fragen von der Presse. Ja, ich habe eine Frage im Internet. Inwiefern sich die Aufstellung verändern wird im Verhältnis zum letzten Mal? Gut, da wird sich, gut, jetzt ist Donnerstag Nachmittag. Ich möchte natürlich nicht zu viel vorwegnehmen, aber es wird sich also nicht viel ändern. Es besteht auch aus meiner Sicht gar kein Grund dafür. Der David Ulm hat sehr viel auf der Bank gesessen in der letzten Zeit. Du hast ihn letzte Woche gebracht. Wie war es mit der Leistung und wie siehst du die Entwicklung speziell? Gut, mit seiner Leistung war ich sehr zufrieden und auch seine Entwicklung jetzt in der Zeit, wo ich jetzt hier bin am Hartwald, ist sehr, sehr positiv. Du bist jetzt über ein Jahr nicht hier gewesen. Wie viele Spieler sind noch da von der Zeit, als du hier warst? Gut, aus dem Stegreif kann ich das jetzt halt auch nicht sofort beantworten, aber ich denke, dass es sicherlich noch eine zweistellige Anzahl von Spielern ist. Und die anderen Spieler, die kennst du sicherlich auch, teilweise auch aus vorherigen Jobs. Gut, viele Spieler kenne ich noch aus der dritten Liga. Ob das der Tim Danneberg ist oder der Frank Löning. Wir haben ja gegen die schon gespielt. Und alles andere, denke ich schon, das sind alles auch keine unbekannten Spieler und der persönliche Kontakt war sehr schnell hergestellt und so hat man sich jetzt kennengelernt und wie gesagt, jetzt gilt es letztendlich die notwendigen Punkte zu holen, um das Ziel Nichtabstieg letztendlich dann auch zu bewerkstelligen.
Im Allgemeinen ist die Lage ja sehr, sehr kritisch und speziell im Sturm. Glaubst du, dass es da im Endeffekt ausreichen wird, um eben diesen Klassenerhalt zu schaffen? Ich sehe jetzt im Sturm keine kritische Situation. Wir haben genügend Spieler mit Qualität, ob das der Frank Löning ist, der Sredo Ristić, leider ist der Regisseur verletzt, Emre Öztürk. Und es sind noch 12 Spieler, sind 36 Punkte zu vergeben. Wir haben am vergangenen Freitag die ersten 3 Punkte geholt. Jetzt gilt es morgen in Stuttgart nachzulegen, wiederum 3 Punkte zu holen. Ich denke, dann wirkt sich das Ganze positiv auf die Mannschaft und auch auf das gesamte Umfeld aus. Jetzt bist du, sag ich mal, gut 14 Tage wieder hier am Hartwald, wo du lange Zeit gearbeitet hast. Hast du irgendwie lange gebraucht, um dich wieder einzufinden? Weil es ist ja so einiges umgebaut worden, einige Veränderungen gemacht worden. Hast du da schnell zurechtgefunden? Ja, ich habe mich sehr schnell eingefunden. Und es ist ja trotz des ein oder anderen Umbaus hier im Kabinentrakt alles, fast alles beim Alten geblieben, ob das die Trainingsplätze sind und so weiter. Und wie gesagt, ich brauchte da keine große Eingewöhnungszeit. HR-Transporte. Schnell. Unsere Auftragsannahme ist täglich 24 Stunden für Sie verfügbar. Besonders. Gefahrgutbeförderung, Just-in-Time-Lieferung. Lager. Umschlag, Kommissionierung, Verpackung, Versand. Service. Nutzen Sie unsere LKW-Waschanlage unterm Sand 11 in Leimen-Sandilgen. Unsere Fahrzeuge sind täglich 24 Stunden für Sie unterwegs. hrt-gmbh.de. Alles dreht sich um Weihwasser. Weihwasser, Weihwasser. Ein Energieschub aus Minze und Limette. Erleben Sie den einzigartigen Geschmack in der schönsten Dose der Welt. Würzburg Radio präsentiert Ihr Firmenradio. Firmenvereinsradio für die Liga, Vereine und die Sponsoren. Jedes Radio bekommt einen eigenen Sendeserver mit Musik, ist 24 Stunden online und wird ständig aktualisiert. Firmenradio, das Medium, das Firmen gemeinsam nutzen können. Eine derart kreative und emotionale Beziehung zu Kunden, Geschäftspartnern und Medien erreichen Sie nur mit Musik. Keine Zeitungsanzeige der Welt zieht Menschen so in den Bann wie ein Song, der jemanden an besondere Momente im Leben erinnert. Die besten Hits for you. Die 70er, die 80er, die 90er und das von heute. Organisation und Abwicklung für den oder die Sponsoren. Mit Würzburg Radio planen und programmieren Sie einen Internetradiosender nach Ihren Wünschen, zugeschnitten auf Ihre Kundenzielgruppe. Über Ihre Internetseite können Ihre Kunden rund um die Uhr Ihr Radio mit eigener Werbung kostenlos über das Internet hören. Die gesamte Konzeption, alle Musiktitel, die Aufspielsoftware, die Streamorganisation und die technische Abwicklung sind im Endpreis inbegriffen. Außerdem übernehmen wir die Planung und Produktion der sogenannten Audioverpackung, also jener Elemente, die den Sender als Ihr Radio erscheinen lassen.